Dann erstellen wir mal eine Strecke mit maximal 8 Haltestellen, welche die Industriezone und die anderen maximal 8 Haltestellen. Eins. Ach Quatsch. Wow. Ich würde sagen, wir machen hier diese Rundreise. Dann geht es hierhin, dorthin, dorthin und dorthin. Dann haben wir 7 Stück. Ich glaube, so wollte ich das, auch wenn ich davon nicht mehr wirklich viel sehe. Sieht aber so aus. Ja, passt. Und dann speichern wir das Ganze und dann fahren wir mal die Strecke. 44, natürlich den S 416 Li. Und zufällig. Rundfahrt an. Da fahren wir da erstmal hin. Einzige, was mir ausschaut, ist das. Haben wir erledigt. Dann entriegeln, vordere Tür öffnen. Bevor ich es wieder vergesse, hinten aufmachen. Und was auch immer jetzt hier gerade wieder im Weg ist. Ich hoffe, ich kann die Tasten. Kennen die Tasten noch? Sieht ganz gut aus. Dann können die auch was sehen. Und vordere Tür schließen. Was, glaube ich, hervorragend. Dann wollen wir mal nach. Was ist das denn für. Vor allem, warum. Ach, hier haben wir auch ein Depot, gut zu wissen. Cool. Also auch mehr als nur ein Depot. Das ist echt eine coole Sache. Ja, natürlich auch gut, dass die Kamera sich nicht mitdreht. Oh. Das war ganz klar geplant. Okay, will da jemand rüber? Eigentlich ganz schön hier. Okay. Warum auch immer sich jetzt irgendwie hier was bewegt hat, das hat mich jetzt verwirrt. Das war jetzt irgendwie merkwürdig. Kam mir so vor, als ob es nicht so wieder sein müssen. Oder sollen. Kann man auch mal machen, ins Gras laufen. Das war halt echt weird gerade. Schade, dass die Map da ein bisschen schlecht bearbeitet wurde da am Rande.
Ich will nur gucken, ob er nicht, ob er aufpasst. Okay. Was? Oh, really? Gut, dass ich neben dem Gedenkbus fahre. Das war keine gute Tour, die muss ich weiter nochmal fahren. Können wir dir vielleicht nochmal mit dem Erdgasbus fahren? Es sei denn, die andere Strecke wird auch so miserabel. Hallo. Eine Fahrkarte, natürlich. 2,80 €, bitte. Diese Drehungen da, wo sich dann irgendwie gefühlt die Maus auch noch mitdreht, das hat mich gerade eben verwirrt. Deswegen, wenn wir dann dagegen gefahren sind. Kommt man das nur so vor oder passiert das, wenn irgendwie ein Steam-Overlay sich bemerkbar macht? Ach gut, dass hier irgendwie solche, ich sag mal solche, ja gut, Arbeiterklamotten sind nicht unbedingt, aber... Man könnte das interpretieren, dass es Arbeitsteilung ist. Alter! Dieser Verkehr hier wieder. Aber wir schaffen das, glaube ich, noch zum Heuschober rechtzeitig. Hoffe ich. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Wäre eigentlich gut zu wissen, wenn man. Wäre eigentlich gut, wenn irgendwie, keine Ahnung. Über der Karte oder oben rechts oder oben links nochmal die Ingame-Uhrzeit angezeigt wird, dass man weiß, okay, keine Ahnung, Feierabendverkehr oder sowas. Wer einem erstmal das Vorfahrt gewähren? Okay, Amber liest gerade wirklich an Steam oder an dem Gebiet? Ich muss mal darauf achten, die nächsten. Okay, es scheint mir vielleicht an irgendwas zu liegen, ich weiß noch nicht an was. Ah, das hat er gemeint. Das an der Maus? Ist die wirklich irgendwo anders? Ich habe das Gefühl, zumindest kommt es mir so vor. Das kann mich aber auch täuschen. Irgendwie ist es anders als sonst. Was ist denn was in Einstellungen anders? Kann ja eigentlich nicht, ne? Ja, ich hab Bewegung. Woche Studentrücken. Danke. Scheiße. Woche Studentrücken. Danke. Bitte. So. Ja, irgendwie. Ich ticke aber auch an der Maus. Auch wenn sie jetzt gerade nicht schuld war. Kopf bewegt sich wahrscheinlich. Ist ja auch egal, ich muss halt darauf achten. Boah, das hat alles mit auch einem Beinrecht einberechnen. Das ist noch auf der Vorfahrtsstraße, oder sehe ich das falsch? Oh, hoffentlich kommt bald meine Haltestelle.
Ja, wir sind doch gleich da. Sieht sie auf die Straße. Alter, Junge, Junge, Junge. Ah, ich sag gerade, das wird eine Tour zu vergessen. Hier muss safe normal gemacht werden. Es ist natürlich eine Vorfahrtstraße gewesen. Aber wenn sie alle nicht ihre Vorfahrt haben wollen, die Vorfahrt gewähren, kann ja auch nichts ändern. Muss die Welt warten. Weiß ja bestimmt schon mal, dass die alle so sozial sind. Muss bitte eine Fahrkarte haben? Jawohl. Danke. Bitte. Das Interessante ist, ich habe halt auch so wenig Zeit, dass ich eigentlich gar nicht die Möglichkeit habe, ohne Zeit und ohne halt unnötig auszusteigen, obwohl wir keine Zeit dafür haben, um zu gucken, ob irgendwelche Falschfahrer drin sitzen. Ach, muss mal dafür anhalten, da war ja was. Tut mir leid, ich mach's leiser. Danke. So, vielleicht können wir dann bei der Bootsbauergasse dann mal endlich gucken, ob da irgendwelche Leute da sind, die nicht das Ticket gezogen haben. Denn kostenlos dürfen sie nicht mitfahren. Da steht schon mal fest. Scheiße. Egal, es ist bloß zum Vergessen. Kann ich endlich ignorieren, wenn ich irgendwie missbaue jetzt noch. Irgendwo reinfahre. Den Rundgang. Voll Idiot. Können wir uns gönnen? Machen wir erstmal nur die linke Seite. Hier, bitte. Was? Ach so, na klar. Ne? Augenblick da. Augenblick. Hier ist die Fahrkarte. Hier, bitte. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Dann können wir ja auch weiterfahren. Schon ein geschäftiges Gebiet, das merkt man ja, glaube ich. Zumindest kommt mir so vor, kann aber natürlich auch täuschen. Ich kann das Wochenende kaum mehr warten. 10 Stunden später. So viele Linksabbieger.
Ja, was ist denn alles links? Warum? Was ist denn da los? Okay, einer will auch rechts abbiegen. Das ist schon mal etwas. Wahrscheinlich weil dann. Obwohl. Warten muss ich wahrscheinlich nicht. Okay, er dreht doch um. Oh Gott. Hä? Ach verdammt. Doch zu früh. Upsi. Schon ziemlich verwinkelt hier. Aber sicher doch. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Nein. Danke. Bitte. Und zur Kläranlage. Können Sie nochmal die Tür öffnen? Nochmal. Danke. Bitte. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Die Kläranlage oder was? Schön umschrieben. Tschüss. Tschüss. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte, jawohl. Danke, ich hätte bitte gerne ein paar Fahrkarten. Ein paar. Auch noch. Dann ab zum Hafen und Zentrallager. Hoffentlich durchrutschend und nicht wieder 3 Jahre warten. Aber das sieht ja 3 Jahre warten aus. Wollt ihr überhaupt nicht fahren oder was ist da los? Also ist schon ein Gebiet, wo man echt sehr viel warten muss, habe ich das Gefühl. Da ist ja schon die Stadt mit dem Stadtkern ist ja schon nix. Also da ist es ja fast gar nichts. Hier ist es ja komplettes Chaos. Einer hat es geschafft, hervorragend. Wir werden mit 3 Minuten Verspätung ankommen. Hey, lange nicht gesehen. Wollt ihr nicht ganz links abbiegen? Ja, genau. Damals. Das war. Da fehlt immer die zweite Stimme.
Eieieiei. Jetzt fällt es ein, dass du links abbiegen willst. Ich bin ja für Ampeln. Würde ich ein großer Fan von, muss ich schon sagen. Ja, zu spät, dafür kann ich nichts. Herzlich willkommen in Seaside Valley, wo kein Auto fahren kann. Mehrere Wochenfahrkarten. Bitte. Heilige Scheiße. Blöd, dass wir sie schon nochmal fallen müssen. Hm? Gibt Gummi. Wrestle, okay. Oh Mann, ja, dann müssen wir auch lang. Wie kommt das bloß? Wunderbar, vielleicht schaffen wir es mal pünktlich. Ich bezweifle es aber. Hallo. Ich glaube, ich habe alle Tickets gezogen. Ich habe keinen Zeit zu kontrollieren. Oh, tut mir leid. Aha.
Was dachte ich denn gerade? Eieiei. 3,5 Sterne nur. Ah, keine grandiose Tour. Endlich haben wir auch eine Busanbindung. Mhm. Finde ich auch. Wenn nur nicht so viel Verkehr werden würde. Falls sie nicht vergessen haben. Es ist einfach zu viel los hier. Kann ja nur ein Vormittag sein. Puh. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Ich glaube, das ist die unpünktlichste Strecke, beziehungsweise unpünktlichste Fahrt bis jetzt. Sonst war es ja eigentlich immer sehr pünktlich. Oder zumindest sehr nah an sehr pünktlich dran. Okay, wer schreibt mir jetzt gerade die ganze Zeit auf Discord? Oder was sind das für Benachrichtigungen? Sind die wichtig oder unwichtig? So, jetzt. So, wir sind schon mal zu spät. Das beginnt da, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ab einer Minute. Hier wurden früher aber schon Boote gebaut. Okay, nicht wichtig genug. Tag, Senior, Drucken und... Geld. Ich hoffe, die anderen haben alle Tickets. Ich kann nicht nachgucken. Keine Zeit. Ich habe das Gefühl, wir stehen mehr als wir fahren. Ist immer ordentlich was los hier. Eine steile Küste. Ich frage mich, wie viele sich von dort schon ins Meer gestürzt haben. For a brighter future. Voll einmal. Ah, schön vordrängeln. Wollen wir heute nochmal irgendwo hinkommen? Vielleicht auch einmal pünktlich nochmal ankommen. Das wird, glaube ich, nicht schaffen. Port Amber, okay.
Immerhin. Kann man mal gut an. Was ist denn mit deinem Bauch? Bis mal hier hin. Wir fallen hier unten fahren, da fährt man nur manchmal eine andere Strecke. Oh Gott, gib doch mal. Das nenne ich guten Service. Und mal eine perfekte Halteposition. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Standardwochenfahrkarte kommt sofort. Eine Fahrkarte. Eine Standardwochenfahrkarte kommt sofort. Danke. Bitte. Oder immer, okay. Nächster Halt zum Heuschober. Oh, pünktlich. Oh mein Gott. Wie haben wir das denn geschafft? Hallo, reden Sie nicht mit mir? Warum denn nicht? Ich beiße doch gar nicht. Aber natürlich. Eine Fahrkarte. Und weil wir mal pünktlich waren, gucken wir nochmal, fragen wir nochmal nach. Okay. Wir haben wahrscheinlich wieder welche verpasst, aber das ist ja mir jetzt gerade echt total egal. Wollt ihr mich eigentlich verarschen heute? Endstation. Können wir nochmal ordentlich mit Verspätung ankommen. Was wir natürlich auch werden. Wir halten unser Versprechen. Wieso fährst du nicht? Der wollte doch... Meine Fresse. Ich muss dafür jetzt auch holen, der blinkt. Oh. Och, du willst links abbiegen. Herzlichen Glückwunsch.
Moment. Wo ist meine Tasche? Das nenne ich guten Service. Und tschüss. Level up. Immerhin 28.000 noch bekommen. Und 4 Sterne. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also die war nicht so gut, aber auch nicht so schlecht, wie ich dachte. Glaube ich.